Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Sie begleiten, unterstützen und helfen uns in Krisensituationen. Pfarrer und Seelsorger sind manchmal dort anzutreffen, wo man sie nicht erwarten würde. Grüezi und herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag. Sorge tragen zu der Seele, zu unseren Empfindungen, Erfahrungen und zu unserem inneren Wertesystem. Das meint der Begriff Seelsorge ganz praktisch. Passieren kann das überall. Zum Beispiel im Zirkus. Adrian Bolzern ist Zirkusseelsorger und besucht Artisten und Künstler in der ganzen Schweiz. Marc Jost ist Grossrat und Theologe. Seine Gespräche mit Ratsmitgliedern gehen oft weit über die politische Ebene aus. Und Seelsorge mitten im Alltag erleben die Kundinnen der Kosmetikerin Petra Frey. Zuerst gehen wir aber an den Flughafen. Dort gibt es nämlich seit 20 Jahren zwischen Läden, Restaurant und Abflugschalter auch einen Ort für Seelsorge. Mehr als 70.000 Menschen nutzen im Durchschnitt täglich den Flughafen Zürich. Sie kommen nach Hause, steigen um oder starten in die Ferien. An Spitzentagen sind es fast 100.000 Gäste. Neben der Abflughalle liegt die Flughafenkirche mit ihrer Kapelle. Andrea Thali arbeitet als Flughafenseelsorgerin seit 17 Jahren. Zuerst als Praktikantin, heute als studierte Theologin. Ich tue meistens am Morgen, wenn ich komme, eine Kerze anzünden. Das ist so der ruhige Moment, wenn ich anfange. Man hat immer irgendjemanden, wo man eine Kerze anzünden kann, wo es nicht gut geht oder wo man einfach möchte sich daran erinnern. Es gibt schon Momente, wo ich so ein persönliches Gebet in mir innen sage. Aber ich bin jemand, der einfach die Stille sehr gerne hat. 80 bis 100 Menschen besuchen täglich die Kapelle. Viele Besucher schreiben ihre Gedanken oder ein Gebet in das aufliegende Buch. Die ganzen Lebensthemen kommen vor. Konkret, wir hier am Flughafen haben auch immer wieder mit Todesfällen zu tun. Sei das jemand im Flug selber oder in der Ferien verstirbt. Und dann trifft man sich hier in der Kapelle mit den Angehörigen. Das sind dann die schwierigen, sehr traurigen Situationen. Es kann sein, dass jemand kommt, weil er ein Beziehungsproblem hat, am Arbeitsplatz Problem oder halt einfach die Stille sucht. Verschiedene Themen einfach in eine Krise geführt haben und man da einen Moment die Ruhe sucht, die Gedanken zu ordnen, ein Gebet. Lieber Gott, lange nicht mehr im Flughafen gewesen. Nun fliegen wir nach Berlin an die Oper. Behüte uns. Danke. Danke Gott, 3 Jahre im Tunnel, jetzt kommt das Licht. Die Kapelle oder der Andachtsraum, das ist auch ein Schutzraum. Also ich gehe selten auf jemanden konkret da innen zu. Außer es sitzt jemand sehr lange da innen und man hat das Gefühl, also es fliessen vielleicht Tränen. Dann kann man mal, habe ich das auch schon gemacht, bin ich gefragt, brauchen Sie etwas? Ich bin von der Seelsorge. Man drängt sich nie auf. Weil eben viele Leute suchen eben auch gerade den geschützten Ort. Und dass sie da ungestört sind und ihren Gefühlen und Tränen einmal den freien Lauf lassen können. Zum Team der Flughafenseelsorge gehören 4 Personen und ein Freiwilligenteam. Verantwortet wird das Angebot von den 3 Landeskirchen. Andrea Thali und Melanie Handschuh sind unterwegs zum Service Center. Es kommen auch Menschen in die Kapelle, die am Flughafen arbeiten. Alle Firmen am Flughafen beschäftigen zusammen 26.000 Personen. Sie treffen auf Terminalmanager Sascha Zimmermann. Hallo. Gut, danke. Und dir? Immer wieder gibt es Passagiere, die nicht mehr weiter wissen. Der Flughafenpartner sagt, die Frau irrt um. Oder die Familie ist schon seit 2-3 Stunden wirklich da hilflos verloren. Und dann gehen wir sicher mal schauen und tun bereit schon als Backup dann mit dem Flughafenfahramt auch Kontakt aufnehmen. Wieder ins Leben rufen. An der Servicestelle wollen Sie ein Ereignis von letzter Woche besprechen. Es ist ein junger Herr, extra auf Zürich gereist, um sich bei der Sterbehilfe anzumelden. Also, ja.
Und ja, wir haben dann halt auch nicht genau gewusst, was wir machen sollen, und haben dann den Seelsorger angerufen. Sie haben dann den Herrn geholt und dann sind sie mit ihm weiter in Gespräche gegangen. Der junge Mann ist aus einem baltischen Staat gekommen, mit dem Ziel in die Schweiz gekommen, sich mit Hilfe von einer Sterbeorganisation das Leben zu nehmen, eigentlich so. Und das ist natürlich für mich erstmal ein Schock gewesen und auch für unsere Freiwilligen. Wir haben dann umtelefoniert bei verschiedenen Kriseninterventionsstellen und die haben dann am Schluss dann auch gesagt, ja, geht doch mit ihm ins Spital, notfallmässig. Wir haben ihm das dann vorgeschlagen, einfach um das auch mal das Wochenende zu überbrücken. Er ist dann einverstanden gewesen, dass wir ihn begleiten. Für alle Menschen ein gesegnetes neues Jahr. Gott behüte euch. Himmlischer Vater, danke für diesen Tag. Schaffe einen Weg dort, wo es scheinbar keinen gibt. Jeden Mittwoch findet in der Kapelle eine Andacht statt. Einige der Besucher kommen jede Woche. Im Leben überhaupt, wenn wir Perspektiven verändern, wenn wir mal weggehen vom Drama in dieser Welt, von unseren persönlichen Problemen, die uns innen so viel Raum einnehmen. Für das Seelsorgerteam dauern Begegnungen manchmal nur 5 Minuten. Zu Mitarbeitenden am Flughafen entwickeln sich auch langjährige Beziehungen. Ich erinnere mich jetzt gerade an eine Situation, da bin ich kurz abgeschwenkt in einen Laden. Da kommt eine Mitarbeitende rein. Sie hat mich von außen gesehen und steht von mir hin und fällt mir gerade in den Arm und Tränen flüssen. Dann habe ich gesagt, komm doch mit ins Büro, wir reden miteinander. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen kommen in die Kapelle und den Meditationsraum. Die meisten sind Christen und immer mehr auch Muslime. Auch Religionsklassen interessieren sich für die Erlebnisse der Seelsorger. Gerade mit den Reisenden, dort weiss man meistens nicht, wie es weitergeht. Oder? Dort hat man ein Gespräch, das manchmal vielleicht auch nur ganz kurz ist, vielleicht nur 5 oder 10 Minuten, vielleicht extrem tief, weil der kommt und das Gespräch sucht, weiss, ich sehe die Person möglicherweise nicht mehr. Das gibt auch eine gewisse Offenheit und dann häufig weiss man nicht, wie es weitergeht. Doch ein Gast meldet sich jeweils Ende Jahr mit einer Karte. To the Airport Angels. Von den anderen hören sie meist nichts mehr. Sie setzen ihren Weg fort, im Wissen, im Flughafen Zürich wird ihnen geholfen. Seelsorge und Politik. Zwei Aufgaben, die man vielleicht so nicht kombinieren würde. Der Theologe und Politiker Marc Jost hat einmal nie die Absicht gehabt, unter seinen Ratskollegen als Seelsorger zu fungieren. Und doch erlebt er immer wieder, dass die persönlichen Gespräche weit über die politische Ebene ausgehen. Seit 11 Jahren gehört Marc Jost zum Grossen Rat des Kantons Bern. Er arbeitet als Lehrer und studiert danach Theologie. Nach einem Auslandsjahr in Südafrika entschließt er sich, politisch tätig zu werden. Ich habe wie die Länder verglichen. Wie ist die Schweiz geworden, was sie ist, mit dem, was wir hier haben? An Verlässlichkeit, an Sozialstaat, der schaut, eine gesundere Umgebung für die Wirtschaft. Und ich habe einfach gemerkt, da kann man sich als einzelner Mensch und gerade auch als Christ seine Überzeugungen einbringen. Und das bewegt etwas, bewirkt etwas. Marc Jost gehört zur EVP, der Evangelischen Volkspartei. Als Pfarrer ist das naheliegend. Andern eine Predigt zu halten, sieht er gar nicht als seine Aufgabe. Nein, ich glaube, das wäre nicht gut rausgekommen. Gerade wenn Politiker tendieren, plötzlich zum Prediger zu reden, da ist man, wie soll ich sagen, fast ein bisschen allergisch gegen solche Sachen im Rat. Nein, ich wollte, wie jeden anderen auch, überzeugen mit den eigenen politischen Projekt, den eigenen Werten, Lösungsvorschläge für verschiedenste Gesellschaftsbereiche zu bringen. Am Rednerpult werde man gemessen, sagt er. Bleibe man in der Wahrheit. Fair, respektvoll. Was aktuell in unserem Kanton bezüglich Bewährungshilfe passiert, erachtet die EVP-Fraktion als sinnvoll und sehr wichtig für die Resozialisierung. Offenbar gelingt ihm dies. Zu Beginn seiner Zeit im Rat setzt er sich stark für Familienthemen ein. Die Gespräche im Rat reichen weit über politische Themen hinaus.
So haben sich auch Beziehungen entwickelt über die Jahre. Auch Beziehungen entwickelt zu Ratsmitgliedern, die zum Teil schwierige Situationen erlebt haben. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Todesfälle gehabt, sei es durch Krebserkrankungen, Herzversagen, bis hin zu Unfällen. Da geht es darum, die ganz persönlichen Fragen im Miteinander mit den Menschen, die man unterwegs ist, aber auch vor Gott anzusprechen. Und es geht häufig auch um Fragen, was macht meine Würde, mein Wert als Mensch aus? Was passiert, wenn ich versage, wenn ich mal Misserfolg habe? Lebe ich nur von meinem Applaus als Politiker oder ist da mehr? Politikerinnen und Politiker haben selten das Risiko, dass sie Minderwertigkeitskomplexe haben, weil das sind öffentliche Personen, die sich engagieren, die gewählt werden. Und das ist manchmal das Risiko, dass man das, was man ist und seinen Wert im Leben generell vom politischen Erfolg abhängig macht. Und das ist eine Versuchung für jede Person, die in Politik tätig ist. Im Juni 2015 wird er zum Grossratspräsidenten gewählt mit 155 von 157 möglichen Stimmen. 48 Ehrensalutschüsse werden an seinem Willkommen in Thun abgefeuert. Hier lebt er mit seiner Familie seit 2003. Marc Jost stellt sein Präsidialjahr unter das Motto Wertschätzung und Respekt. Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Respekt, aber auch Ehrlichkeit bei den Fakten bleiben, wird je länger je wichtig. Und viele Werte, die zum Teil auch in Trend kommen, haben aus meiner Sicht eine tiefe christliche Verwurzelung. Nachhaltigkeit, finde ich, ist etwas zu tiefst Christliches, dass wir an kommende Generationen denken. Als höchster Berner repräsentierte er den Kanton und den Rat. Dazu gehörten viele repräsentative Aufgaben, auch verabschiedete er viele Ratsmitglieder. Er wertschätzte diese unabhängig ihrer politischen Einstellung. Stärkte er so ihre Seele? Ich habe es jetzt vielleicht nicht in diesen Worten ausgedrückt, aber es geht genau um das. Also ganz gleich, wie ich das inhaltlich gefunden habe, am Schluss wieder zu verabschieden, ist es ein Würdigen von dem, was war, von den Begegnungen. Aber auch ein Sehen, was ist in diesen Menschen hineingelegt? Was hat Gott in diesen Menschen hineingelegt, der hier zum Ausdruck gekommen ist? Das soll natürlich ermutigen. Und das ist natürlich eine seelische Sache. Eine Verabschiedung von Marc bleibt Anita Luginbühl von der BDP in besonderer Erinnerung. Vreni Kipfer, eine Ratskollegin ihrer Partei, erkrankte an Krebs. Sie hatte nur noch wenige Wochen zu leben. Marc Jost ermutigte sie, nochmals in den Rat zu kommen. Vreni hat wirklich gewusst, es wird sterben. Wir auch. Sie war sehr ergriffen. Vreni vor im Rollstuhl, nebenan mit dem Blumenstrauß. Wirklich die Leute, die gestanden hier, alle die 160. Und jedes hat für sich Abschied genommen. Und Vreni ist es. Vreni hat wie können lassen. Also sehr emotional. Es ist auch jetzt wieder sehr emotional für mich. Marc Jost habe genau die richtigen Worte getroffen. Absolut. Also er hätte auch können sagen, ja, es ist jetzt so, dass wir müssen gehen. Er hat nichts beschönigt. Er hat es aber einfach wirklich in seiner wirklich eben sehr kompetenten und professionellen Art einfach auch können auf den Punkt bringen. Barbara Mühlheim gehört der grünliberalen Partei an, ist nicht in allen Fragen gleicher Ansicht wie Marc. Was mich beeindruckt, dass der Marc nicht eine Hell macht aus seiner Glaubensthematik. Er tut er missionieren. Dann versucht er ihm, wenn man unterschiedliche Haltungen hat und vielleicht auch aus einem unterschiedlichen Zugang zur Religion kommt, er versucht nicht zu missionieren. Das finde ich etwas sehr Angenehmes. Er kann die Punkte, die man gleich oder nicht gleicher Meinung ist, stehen und es führt nicht zu irgendwelchen Missstimmungen. Es gibt ganz eine andere Konfliktkultur. Ich liebe auch Konflikte, aber es ist ja alles auf dem Tisch. Ich habe keine Reibungsverlust. Das ist, denke ich, das Entscheidende. Bis 2010 leitete Marc Jost eine evangelische Gemeinde. Heute ist er Generalsekretär bei der Evangelischen Allianz, einem Dachverband von Landes- und Freikirchen sowie christlichen Institutionen. Er bespricht sich mit Linus Pfister von HMK. Dieses Hilfswerk setzt sich für verfolgte Christen und notleidende Menschen in über 30 Ländern ein. Marc Jost wird attestiert, christliche Ansichten glaubhaft mit Fragen der heutigen Gesellschaft zu verbinden.
Geschäftsleute wie Daniel Wittwer spricht das an. Auch seine Fähigkeiten als Seelsorger wirken in Alltagssituationen hinein. Beim Markt hast du einfach von Anfang an das Gefühl, du redest mit dem, er könnte das Gleiche machen wie du, aber er macht zwar etwas ganz anderes, aber du fühlst dich auf Augenhöhe. Und du fühlst dich von Anfang an verstanden, ob es gut oder ob schlecht ist, auch wenn man über etwas ganz anderes redet als das Geschäft, wenn man etwas über das Private redet. Es wird nicht gewertet vom Gegenüber, was ja sonst sehr viel erlebst. Und das ist eine Gabe, die er hat, die die Leute so sicher auch spüren, wo ich nicht der Einzige bin. Das ist eine Tatsache. Beim Coiffeur kann man bekanntlich nicht nur Haare schneiden, sondern auch Probleme, Lebensschicksal und Ängste deponieren. Genauso erlebt es auch Kosmetikerin Petra Frey. In der entspannenden Atmosphäre ihrer Behandlung gibt es immer wieder tiefe Gespräche. Auf den Straßen in der Stadt Basel genießen die Menschen die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings. Doch welche Geschichten spielen sich hinter diesen Hausfassaden ab? Was beschäftigt die Leute unterwegs? Petra Frey bereitet sich in ihrem Kosmetiksalon auf ihre erste Kundin vor. Die Kundinnen kommen hier mit verschiedenen Emotionen. Die kommen gut gelaunt, traurig, fröhlich. Also die kommen hier so, wie die sind. Ja. Petra Frey macht Gesichtspflege, Wimpernverlängerungen und Permanent-Make-up. Mit vier anderen Frauen führt sie ein Kosmetikgeschäft im Zentrum von Basel. Die Kundinnen kommen hier vor allem für ihre Schönheit. Aber auf der anderen Seite kommen sie hier auch, sich zu entspannen, und sind die auch offen und können hier auch ihre Sorgen lassen, können sich aussprechen. Das, was die vielleicht irgendwo anders nicht sagen würden, können, wissen sie, dass es hier im Vertrauen liegt. Bei Hals? Man kann auch über die Schilddrüse, das ist das einzige Maschine, wo man kann über die Schilddrüse gehen. Es gab auch Kundinnen, die haben hier geweint, und die können wirklich sich sein und müssen sich nicht verstellen, sich Herz ausschütteln. Und das ist ganz normal hier. Petra weiß zwar, welche Termine und Behandlungen sie am heutigen Tag vereinbart hat. Aber welche Geschichten sie erwarten oder mit welchem Sorgenpaket eine Frau zu ihr kommt, weiß sie noch nicht. Zu den Gesprächen kommen wir ganz spontan. Das entwickelt sich von einem Gespräch. Ich frage sie, wie geht es sie, was hat sie so gemacht durch den Tag. Die Kundinnen sind offen, weil ich auch offen bin. Die natürlich probieren mich auch zurückfragen. Da war eine Kundin, und die hat sich ihr Herz ausgeschüttelt, hat sie Probleme und Training gehabt mit ihrem Freund. Und die Kundin konnte ich ganz schön beruhigen, und sie sagte, wir beten jetzt für deine Situation. Haben wir hingesetzt und gebetet, und sie hat sich so wohl gefühlt, und sie hat mich umgearmt, und war sie ganz glücklich. Mit ganz glücklichem Gefühl ist sie nach Hause gegangen. Und dass du sie und ihre Familie... Bevor ich an Gott geglaubt habe, habe ich die Leute auch beraten, aber von mir aus. Das habe ich gesagt, wie hätte ich gerade gehandelt. Früher habe ich gedacht, wie könnte man sich an den Mann rächen oder an die Person rächen. Wenn die Leute Probleme hatten, dann haben wir ausgedacht, wie wir das der Person zurückgeben. Und heute sehe ich das ruhiger. Wie kann man das mit der Liebe beheben, mit der Geduld? Dass man das kann von anderer Seite anschauen, dass man kann sich in diese Menschen hineinfühlen. Die Veränderung in ihrem Leben ist auch im Kosmetiksalon sichtbar. Seit Anfang dieses Jahres hat Petra die Wände mit Texten dekoriert.
Als ich zum Gott gefunden habe, hat mich am meisten glücklich gemacht, dass mich Jesus so genommen hat, wie ich bin. Ohne Vorwürfe, ohne irgendwelche Erwartungen, hat mir gezeigt, ich liebe dich so, wie du bist und so darfst du zu mir kommen. Man merkt schon, wenn man sich nicht richtig fühlt und wenn man auch zum Beispiel psychisch angeschlagen ist, die Kundin, dass wenn wir sie durch Schönheit verändern, dass sich das sofort verändert, auch auf die Psyche der Kundin. Es macht so natürlich, glänzig, aber doch noch lebendig. Das macht ganz Petra hat da auch Raum gegeben, um sich zu entspannen, dass man mal nichts muss sagen und einfach geniessen kann. Das ist natürlich auch sehr schön, wenn man immer ankommt, wo man offen ist und gerade gefragt wird, wie es einem geht, dass es nicht so ein distanziertes Verhältnis ist, sondern dass man da auch wirklich über persönliche Sachen reden kann. Möchtest du mir den Kaffee haben? Ja, gerne. Auch Freundschaften mit den Kundinnen, das gibt auch, ja, das entsteht auch, die Freundschaften. Zum Beispiel die Katharina, die hier arbeitet, vor 10 Jahren, sie war meine Kundin und heute ist sie meine beste Freundin. Wenn die Kundin von mir geht, dann soll sie ein Ergebnis sehen. Sie soll sehen, dass sie sich hat verändert, dass habe ich sie geholfen und dass sie sich wohlfühlt nach der Veränderung. Das freut mich sehr, dass, wenn ich sehe, dass sie auch glücklich ist und dass sie das Resultat sieht. Einen besonderen Job als Seelsorger hat auch Adrian Wolzern. Er ist seit ein paar Jahren von der katholischen Kirche angestellt, um sich um Schausteller, Marktfahrer und Zirkusleute zu kümmern. Zirkuspfarrer Adrian Wolzern besucht die Premiere des Zirkus Royal in Weinfelden und wünscht Direktor Oliver Skreinig alles Gute für die Tournee. Das gehöre zu den schönen Aufgaben als Zirkusseelsorger. Es hat mit Wertschätzung auch zu tun, weil sie es wirklich für das schwer schaffen, für die Programme zusammenzustellen. Sie holen die Artistinnen und Artisten aus der ganzen Welt und das ist viel Arbeit dahinter. Und da wollte ich eigentlich mit meinem Besuch das auch würdigen, das ist das eine. Und das andere ihnen auch alles Gute wünschen und auch Gottes Segen für die kommende Tournee. Meistens sehen seine Aufgaben jedoch anders aus. Er ist auf dem Weg zu Familie Gasser in Borrentruy. Die Dynastie Gasser gehört zu den 5 großen und bedeutenden Zirkusdynastien in der Schweiz. Mehrere Zirkusse sind daraus entstanden. Meine Aufgabe ist eigentlich genau die gleiche wie ein normaler Pfarrer oder ein normaler Seelsorger. Das heisst, ich bin für die Leute da, zum Begleiten von der Taufe bis zur Beerdigung, sage ich mal, bei den Leuten sein. Und eigentlich für sie ein bisschen eine Stimme sein. Und natürlich, ich mache den Auftrag im Auftrag auch von der Kirche, sage ich mal, von der Pfarrei. Und auch, wir können es gerade ein bisschen weiter noch gehen, in Richtung Himmel, sage ich mal, im Auftrag von Jesus, weil zu den Leuten gehen. Er hat es nicht anders gemacht. Und dann nachher dann hier vom ersten Plakat bis den letzten Jahren. Heinrich und Jocelyn Gasser leiten den Zirkus Starlight. Noch befinden sie sich im Winterquartier in Borrentruy im Kanton Jura. Heinrichs Urgroßvater gründete die Dynastie. Früher heirateten die Jungen nur innerhalb der verschiedenen Zirkusfamilien. Mein Vater ist der erste, der Ausnahmen gemacht hat von unserer Dynastie, von unserer Seite. Und ich bin auch so gewesen, ich verliebte eine schöne Frau nebenan bei mir. Sie war ein bisschen zirkusverrückt, ist mir ein bisschen hinterher gelaufen, oder? Und dann wollte mich schauen, was ich mache um Seile. Und so wie die Liebe abspringt, oder, hat das geklappt. Und heute sind wir noch da nach ein paar Jahren. Im Juli bin ich eingeladen, auch in der Jury. Seit 40 Jahren sind die beiden ein Paar. Seit 30 Jahren führen sie den Zirkus Starlight, gewannen zusammen mit ihren Artisten verschiedenste Preise, sogar einen silbernen Clown von Monte Carlo. Das ist einfach so, für mich, das ist eine Leidenschaft, das ist einfach nicht ein Beruf. Und das ist von der Zirkusschule und wo ich
Starlight gründen. Und ich sagte, okay, bin ich dabei. Aber alle meine Kindertraum gehen in Wirklichkeit. Tochter Jessica übt nach einer Knieverletzung eine neue Nummer. Adrian Bolzan wird sichtlich geschätzt von der Familie. Er sei immer willkommen, sagen sie. Der Adrian hat einen grossen Glauben an Gott. Und Zirkusleute sind sehr sensibel für Ausstrahlungen. Wir merken böse Leute oder unsympathische, das merken wir gerade. Oder? Und Adrian hat eine gute Ausstrahlung. Und darum ist, finde ich auch, ist wirklich bei allen Zirkusen willkommen. Man kann natürlich Probleme privat mit ihm besprechen, die man hat. Es gibt auch Privatprobleme. Wir sind wie normale Bürger, wie andere Leute auch. Oder? Und er gibt uns auch gute Rotschläge. Und er hat Interesse und Freude am Zirkus. Das ist aber auch noch wichtig. Also wir haben jetzt auch ein paar Tage verbracht in Monte Carlo. Und das ist natürlich dann toll. Oma Susanne Gasser wird im Herbst 87. Sie lebt Sommer und Winter in ihrem Wohnwagen. Wir wollen zusammen kurz beten. Guter Gott, ich möchte dich bitten für Susi. Sie hat ganz tolle Kinder auf die Welt gestellt. Sie hat tolle Grosskinder. Sobald es wieder wärmer wird, geht auch sie mit Heinrich und Jocelyn auf die Tournee. Diese startet für den Zirkus Starlight am 17. März. Zuvor möchte Heinrich Gasser sein Zelt segnen lassen. Das wäre mir wirklich froh, wenn du uns kannst wieder das alles segnen kannst. Dass alles gut geht. Und wichtig ist, wegen dem Sturm, ja. Transporter. Darum möchte ich Gott bitten, im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Es ist wirklich einfach ein behütender Gott eigentlich. Also das ist auch das, also wirklich das, was Gott und Jesus uns versprochen hat, dass er auch uns begleiten will. Ich bin bei euch alle Tage. Oder? Das ist genau das, was ich sagen muss. Artisten und Zirkusleute sind wirklich starkgläubig. Und wir sind natürlich abhängig vom Wetter und natürlich auch von den Nummern. Es sind gefährliche Nummern, die wir machen, teil ohne Lounge und ohne nichts. Und wenn man da natürlich keinen Glauben hätte, das hätte nicht gut. Es ist mehr wie ein Ritual, das ist klar. Es ist ein Glaube natürlich. Glaube an Gott. Und es gibt natürlich eine Sicherheit bei der Vorstellung. Auch bei den Nummern. Man geht mehr Risiko ein, weil man glaubt, einem kann nichts passieren. Der Gott ist dabei, oder? Die Premiere im Zirkus Royal in Weinfelden wird zum Erfolg. Das Publikum und Adrian Bolzan genießen die Darbietungen. Zwei katholische Seelsorger und eine reformierte. Es werden keine Unterschiede gemacht. Diese ganzen, vielleicht auch Vorurteile, also die katholische Kirche verurteilt ja auch so manche Sachen. Und das wird von diesen Leuten draußen vorgelassen und einfach wirklich der Mensch betreut, der im Zirkus ist. Und das ist eigentlich ein ganz schönes, spezielles Gefühl. Sie bringen die frohe Botschaft zu den Leuten. Natürlich jetzt vielleicht nicht gerade im Wort vom Evangelium, aber sie bringen den Menschen Freude. Und das hat ja eigentlich Jesus uns aufgetragen, zu sagen, bringt Freude, bringt Botschaft in die Welt. Und das machen eigentlich die Zirkusleute wie selten jemand anders. Wenn Sie auch wieder einmal in den Zirkus möchten, dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Wir verlosen 10x2 Tickets für die Vorstellung des Zirkus Starlight am 19. und 20. Mai in Dübendorf. Und ein Treffen mit der Artistin Janine Eckenberger. Beantworten Sie einfach folgende Frage richtig bis am nächsten Donnerstag. Von welchem Flughafen haben wir Ihnen die Seelsorger gezeigt? Nächstes Wochenende ist beim Rudi Osoram der Herzchirurg Thierry Carrel zu Gast. Und in 2 Wochen stelle ich Ihnen Menschen vor, die haben müssen lernen, mit ihrer Schuld umzugehen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Heben Sie Sorge und bis bald. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten.